Und da sind wir wieder bei einer weiteren Runde von The Legend of Zelda Ocarina of Time hier in Ganon-Schloss. Und wir verpieseln uns mal kurz von hier, weil wir ja die Fee draus besuchen wollen und uns ein kleines Upgrade holen wollen. Genau deshalb. Finde ich jetzt auch schön, dass er hier überall die Triforce-Symbole hat. Und Totenköpfe. Was macht... Böse Totenköpfe, wissen doch alle das. Triforce und böse Totenköpfe perfekt miteinander harmonieren. So. Jetzt mit den Titanenhand schon soll das... Wie gesagt, ich finde das immer noch so stumpfsinnig. Ich komme darauf gar nicht klar. Naja, was soll's. Lesen. Ja, lesen. So, Aktion. Jetzt in die Hände gespuckt und hoch mit dem Teil. Das hat uns schon genug Ärger bereitet. So. Bye. So, und hier ist die letzte große Feenquelle. Ich dachte gerade kurz, sie hat vier Arme. Das hat mich sehr geschockt. Hallo, mein süßer Lüschi. Ich bin die Fee des Mutes. Ich verstärke deine Abwehrkraft gegenüber feindlichen Attacken. Oh, das wird uns gut tun. Sei bereit. Wunderschön. Deine Abwehrkraft wurde verstärkt. Deine Abwehrkraft wurde verstärkt. Gegnerische Angriffe fügen dir ab jetzt nur noch halb so viel Schaden zu. Bist du vom Kampf erschöpft? Besuche mich einfach wieder. Sehr schön. Magie ist auch wieder auf volle Pulle. Dann sind wir ja bereit. Na, du scheiß Felsen. Ich habe dich zum letzten Mal weggehauen. Weggeworfen wohl eher. So, dann nichts wie reden da in Ganon-Schloss. Also, nochmal. Okay, nicht so, als wenn wir noch nicht da drin gewesen waren. Na, jetzt zwei, ihr seid bestimmt Bert und Bernd. Ihr habt bestimmt eine nein, ihr seid nicht Bert und Bernd. Ja, ganz offensichtlich nicht. Und ich wollte gerade sagen, ihr habt bestimmt ein Upgrade gekriegt und taucht deswegen nicht mehr in der Steppe auf. Kann gut sein. Lass mich in Ruhe, 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 lass mich in Ruhe. Nee? Hi! Na ihr! Na kommt. Nicht so schüchtern! Nächster. Wir sind ganz schön alter, Dinosaurus. Aua. Lässt du das? So. Meine Güte, wenn wir jetzt noch weiter so kämpfen müssen, ich mich weiter so doof anstellen, dann kommen wir bei Ganon mit genau 0 Herzen und 0 Feen an. Der wird sich freuen. Wie? Mäh. Hi. Wieso kann der durchs Feuer gehen? Das will ich auch können. Nächster. Alter, ich will auch durchs Feuer gehen können. Wie machst du das?
Ich vermisse die Zeit, wo ich klein war und die Kniescheibe kaputt hauen konnte. Es war so viel einfacher. Geht doch. Mit ein bisschen Fußarbeit geht das doch. Oh, ich hätte nicht gedacht, dass Ganon sowas wie ein Masterschlüssel hat. Den könnten sie sich auch irgendwie schenken, ne? Jetzt sollte die Truhe denn absichtlich übersehen. Der Masterschlüssel. Jetzt können wir nicht den Raum betreten, in dem der Endgegner lauert. Nicht mal eine Karte, nicht mal ein Kompass, aber einen fetten Boss-Schlüssel. Das ist so typisch Ganon. Kommt nicht noch ein Eisenprinz? Ich glaube, wir haben noch einen Eisenprinz auf der Liste. Genau genommen haben wir sogar zwei davon. Kann ich bitte einen nacheinander haben? Ja, danke schön. Lassen wir den erstmal ein bisschen vom anderen weggehen. Ich habe keine Lust, dass der andere gleich auch noch anfängt, sich zu bewegen. Aua, das sollten wir vielleicht unterlassen. Na komm! Nummer eins. Du willst ein paar Herzen? Gott sei Dank. Ist aber großzügig. Was war hier gerade los? Warum konnte ich ihn nicht anvisieren? Na komm. Ja, das war jetzt leichter als erwartet. Ich hatte mir das irgendwie schwieriger vorgestellt mit diesen Eisenprinzen. Aber im Endeffekt, ich bin noch nicht diejenige, die sich darüber beschwert. So. So, wir sind oben. Los geht's. Naja, oben ist relativ. Ich hasse es irgendwie mit Schwert in der Hand rumzurennen. Ich komme mir dann immer langsamer vor. Jetzt sind wir oben. Kommt das Licht daher? Jetzt mal ernsthaft, warum leuchtet der Raum hier? Hier ist gar nichts. Also, außer vielleicht das Licht, aber dann würde die Seite da noch nicht leuchten. Hm. Hi, Ganon. Toll, und ich gebe mir so Mühe, da unbeschadet durchzukommen. Hätte ich das gewusst. Die Fragmente des Triforce. Ich spüre, ihre Macht scheint sich wieder zu vereinigen. Die fehlenden zwei Fragmente. Ich warte seit 7 Jahren darauf. Ich bin wirklich überrascht. Ich hätte nicht erwartet, dass gerade ihr zwei sie tragen würdet. Endlich, endlich. Die drei Fragmente sind wieder vereint. Diese Symbole der Macht sind nichts für euch zwei. Ihr seid dafür nicht geschaffen. Ich allein bin der rechtmäßige Träger des Triforce. Übergibt mir die Fragmente. Ich befehle es. Lucy,
Ich kann dir nicht helfen. Die Aura des Bösen ist wirklich zu mächtig. Tut mir leid, Lüschi. Großmeister des Bösen, Ganondorf. Und ich mach mal ganz schön die Fliege. Bye. Schwert gezückt, jetzt wird wieder Tennis gespielt. Muhaha. Ach ja, Lichtpfeile, ich vergaß. Da war ich ein bisschen zu übermütig. Ich bin weg, bye. Ich finde es irgendwie einfacher, so zu spielen, wenn ich Link nicht sehe. Okay, da war die Kameraperspektive gerade ein bisschen doof. So ist besser. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Oh. Mehl. Dummerweise brauchen die so lange zum Laden. Ich bin voll der schlechte Schütze. Das wird mir voll mein Verhängnis. Naja, gegen ohne Tennis habe ich nichts. Und hopp. Und hopp. Geht doch. Ich hau dir den Rücken kaputt. Ah ja. Ich habe mich zu spät dran erinnert, was er da überhaupt macht. Nee, ich bin so ein schlechter Schütze. Voll in den Zeh. Das spürt der morgen noch. Voll das Cape getroffen, wie mies. Ich hoffe, ich kann gleich nochmal schießen, sonst muss ich mich gleich nach unten stürzen, wo die Krüge sind. Na, könnte eng werden mit dir nicht fallen. Ne, ich. Oh. Ja. Ich bin weg, bye. Pfeile. Herzen. Ich will... gar nichts? Das ist ja noch weniger als nichts. Rubine? Was soll ich hier bitte mit Rubinen? Soll ich ihn einfach... Ich könnte ihn natürlich versuchen zu bestechen. Das wäre eine Idee. Gibt's hier nicht mehr davon? Das bisschen so reichend? Meine Güte, Gendor, du warst doch schon mal großzügiger. Weißt doch, wie schlecht ich zielen kann. Glaubst du wirklich, das bisschen Energie reicht? Ich hätte einen Trank mitnehmen sollen. Ah, Entschuldigung, dass du warten musst. Ich muss mal kurz Pause machen.
Na, Gott sei Dank. Du hast immer noch nicht genug. Meine Güte, es wird einfach nur echt eng mit der Magie. Dies war schlecht. Ja, da lachst du zurecht. Geht doch. Und ich dachte schon, die Magie wird ausgehen. Ich, der Großmeister des Bösen, geschlagen von einem Kind, das darf nicht sein. Grünes Blut. Das war früher rot. Lüschi. Ganondorf, bemitleidenswerte Kreatur. Da ihm der Sinn für Gerechtigkeit fehlte, konnte er die Macht der Götter nicht nutzen. Lüschi, hör zu! Der Turm stürzt sich zusammen! Das ist Ganondorfs letzte böse Tat. Die Trümmer sollen uns zerschmettern! Schnell, wir müssen fliehen! Schnell, folge mir! Ich finde ihre Laufanimation sieht so witzig aus. Ich gehe schon mal vor. Also ich bin da und du? Da will ich nicht sein. Da will ich auch nicht sein. Ja, mach zu. Ich würde ja sagen, wir sind hier nicht auf der Flucht, aber tatsächlich sind wir hier auf der Flucht. Hussa! Lauf vor, schöne Frau, ich folge dir. Ist die gerade über die Luft gelaufen? Das will ich auch können. Moment, das kann ich. Zumindest teilweise. Kuh, das war knapp, das hätte mich treffen können. Oh Mann, das ist zu, da können wir nicht raus. Machst du hier auf? Alles klar, weiter geht's. Nächste Etage. Wow, das war knapp, Zelda. Du hättest mich fast runtergedrängelt. Au. Das war ich. Och, nö. Aua. Nee, ich mag das nicht. Hört auf. Muss ich ein bisschen beeilen. Zeitdruck und kämpfen. Keine gute Kombo. Meins. Muss ich leider ein bisschen beeilen. Tut mir leid. Hab Dank, Lüschi. Schnell. Lass uns fliehen. Ja, mach hinne. Ich hab's nicht so mit Zeitdruck. Ist nicht so meine Stärke, weißt du? Ich lass mir gerne ein bisschen mehr Zeit für die Dinge. Aber wenn ich nicht so wirke. Ich kann mich selber perfekt unter Druck setzen, aber wehe, jemand anders setzt mich unter Druck. Das entscheide alleine ich, wann ich unter Druck gesetzt werde. Alles gut. Wir haben gerade mal etwas mehr als anderthalb Minuten. Weißt du, wie viel anderthalb Minuten sind? Jetzt mach die Tür auf. Ist doch egal, ob ich einen Felsen auf den Kopf kriege. Mach nicht die Tür auf. Na los. Los. Husch! Ja, ist egal. Egal. Aua, mach hinne.
Erschreck dich doch nicht immer. Du kannst dich genug erschrecken, wenn wir draußen sind. Meh. Das hat mir jetzt gerade noch gefehlt. Ja, ich komme ja schon. Alles gut. Tür auf, Link durch. So läuft das hier. Das ist der Ausgang. Ich kann ihn sehen. Los, Stella. Mach eine. Ich krieg mich hier überhaupt nicht auf. Nee. Ich bin eigentlich ganz ruhig. So, Stella, aufmachen. Wir wollen raus. Frische Luft ist wichtig. Das weißt du doch. Navi, ich würde da weggehen, wenn ich du wäre. Das Schloss stürzt gleich ein. Oder die Festung oder was auch immer das ist. Oder es fährt in sich zusammen. Das kann man natürlich auch so sehen. Freier Fall ist das jedenfalls nicht. Und selbst wenn, also dann wäre es ja eine schöne Sprengung. Find mir, das sieht mehr aus, als wenn es sich zusammenfahren würde. Es ist vorüber. Alles. Lucy, tut mir leid, dass ich dir beim Kampf nicht helfen konnte. Me? Was ist das für ein Geräusch? Das war ein Knallen. Das machen Trümmer, wenn sie aufeinanderfallen. Ich gehe nachgucken. Hallo, Trümmer! Das ist kein übliches Trümmerverhalten. Und das ist kein Trümmer. Und das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Das ist Ganon. Und dies ist das Masterschwert. Diesmal hat er keine Macht mehr über mich. Wir kämpfen gemeinsam. Kann ich dich als Schwertersatz benutzen? Na, wir haben ein Item, von dem wir wissen, dass wir es als Schwertersatz nutzen können. Wer braucht das Meisterschwert? Wir haben Stahlhammer. Ja, das hat wehgetan, wa? Kommt aber, wenn man mir das Masterschwert aus der Hand schlägt. Finde ich nämlich gar nicht gut. Na komm, schlag's zu. Wir hätten das Bigger-Schwert holen sollen. Hi! voll daneben. Hi. Aua, wie war das? Wie bin ich denn da gerade geflogen? Ich kann ihn nicht anvisieren, wenn auf. Kann ich auch. Ja. Die tat weh, wa? Stell dir vor. Ich mach dir dein Schwänzchen kaputt. Kleines Schweinchen. Oh, danke schön. Die nehme ich gerne. Naja, du siehst eigentlich mehr aus wie eine
größer als ein Schwein. Jetzt mal so genau betrachtet. Da bist du. Lüchi, das Masterschwert, es ist hier! Ja, statt es mir zu geben oder rüberzuwerfen über die Flammen. Du bist mir auch eine großartige Hilfe. So, Runde Nummer 2. Hey, guck mal, was ich in meiner Hand habe. Tut das weh? Ja, das tut weh, wa? Nee, das war knapp. Das hätte mich treffen können, Junge. Das hätte mich treffen können. Wo ist es? Wo ist er? Hi! Kannst du glauben, dass ich hier teilweise blind zuschlage? Hey, das war gar nicht mal so schlecht. Hi! Aua, ich hätte vielleicht die Rolle nicht machen sollen. Egal, wieder durch. Und wieder durch. Das war irgendwie witzig. Und unepisch. Ich versuche gerne mit meiner Kraft zu bannen. Nimm du das Schwert und versetze ihm den Todesstoß. So, das ist für ein das Leid, das du mir zugefügt hast. Oh, ihr 6 Weisen, es ist soweit. Sendet eure Kraft. Ihr Erschaffer Hyrules. Öffne das versiegelte Portal und schick diese Kreatur des Bösen in den Abgrund der Hölle. Du Widerlicher! Ich verfluche dich, Zelda! Ich verfluche euch, ihr Weisen! Ich verfluche dich, Lüchi! Eines Tages werde ich dieses Siegel brechen. Dann werde ich eure Nachfahren auslöschen. Na, wie sage ich immer so schön, Siegel ist dafür da, um gebrochen zu werden. Umbringen wäre die bessere Alternative. Dann haben wir wenigstens ein für alle Mal Ruhe. Solange das Fragment der Kraft in meiner Hand ist. Hätten wir ihm das nicht wegnehmen können vorher? Danke, Lüchi. Dank deiner Hilfe ist es gelungen, den Großmeister des Bösen in das Reich der Hölle zu verbannen. Nun wird wieder Frieden herrschen in unserer Welt. Hoffentlich für alle Zeit. Ich bin schuld an all dem Unheil, das über Hyrule kam. Ich war zu jung. Ich konnte nicht wissen, welche Vermisse sich mir auftun würden.
Ich habe dich in all das hineingezogen. Nun ist es an der Zeit, meinen Fehler wieder gut zu machen. Leg nun das Masterschwert aus deinen Händen und schließe so das Zeitportal. Die Verbindung zwischen den Zeiten sei für immer gelöst. Lishi, gib mir die Ocarina. Als eine der Weisen habe ich die Gabe, dich in deine Zeit zurückzubringen. Nun herrscht wieder Friede in Hyrule. Und nun ist es für uns an der Zeit, Abschied zu nehmen. Gehe nun, Lishi. Hole die verlorenen 7 Jahre nach. Gehe nach Hause, dorthin, wo dein Platz ist. Als der du aufwuchst. Danke, Lishi. Lebe wohl. So, ich bin fertig. Meine Aufgabe für heute ist getan. Was soll das hier setzen? Irgendwie ist das seltsam. Bei den meisten Let's Plays ist es nämlich so, dass wenn man so kurz vorm Ende ist, also beziehungsweise wenn ich kurz vorm Ende bin, es kaum erwarten kann, das Spiel durchzuspielen. Hier war es so ein bisschen, ja, man spielt es eben und oh, es ist zu Ende. Und jetzt ist es durch. Ich meine, okay, wir hätten vielleicht noch ein paar Sidequests machen können, wir hätten die Skutullas finden können, die uns fehlten, wir hätten die restlichen Herzteile suchen können, so viele waren es ja nicht mehr. Und wir hätten auch noch die letzten Upgrades holen können, zum Beispiel hier die goldene Fischschuppe, die wir sowieso hätten holen müssen, wenn wir das Dingsens holen wollten, alle Herzteile. Aber ich weiß nicht, ich glaube, ich hätte jetzt nicht die Lust gehabt, das noch ins Let's Play unterzubringen. Oder jetzt zum Beispiel die Eisfalle, die hätten wir uns ja auch noch holen können. Und wie gesagt, da die sowieso keinen besonderen Nutzen hatten, außer dass sie eben Eis waren, ja, kann man sich die theoretisch auch schenken. Hätten die jetzt noch irgendein besonderes Feature gehabt? Ich meine, die Feuerpfeile haben wir eigentlich auch nicht benutzt. Wir hatten sie zwar im Inventar, aber die waren auch nur die meiste Zeit da, um eben da zu sein. Okay, um Fackeln anzumachen, waren sie halt auch recht nützlich. Aber dafür brauchte man halt die Eisfalle nicht. Und ansonsten so, ja, was soll man über Ocarina of Time sagen? Was soll man über das Spiel der Zeit sozusagen sagen, was die Spielewelt revolutioniert hat? Ich glaube, viel kann man da eigentlich nicht drüber sagen, oder? Es ist einfach, wie es ist. Okay, das Einzige, was ich in der GameCube-Version, also ich habe hier die Disc-Version, die bei der limitierten Wind Waker-Version mit beilag, wo halt auch Master Quest mit drauf war. Das zählt aber auch, glaube ich, für, oder was heißt, glaube ich, das zählt auch für die VLC-Version und für die aus der, wie hieß sie, Collector's Edition Version, jedenfalls bei allen GameCube-Versionen oder beziehungsweise bei der Wii-Version, ist die Steuerung teilweise unglaublich schwammig. Ist eigentlich der größte Teil, weshalb ich mit dem Ziehen so Probleme hatte, weil du hast nur ganz leicht den Control-Stick auch nur leicht angezuckt und der ist gleich Kilometer weitergegangen. Es ist das einzige Manko dran gewesen. Und ich hätte das Abvisieren gerne ausgestellt. Aber gut, das hätte man in Option umstellen können. Man kann ja umstellen zwischen halten und drücken. Also du drückst einmal, wie siehst einen an. Wenn du halt wieder drückst, lässt ihn los. Und wir hatten halt oder halt halten. Du siehst ihn nur so lange an, wie du es halt drückst. Finde ich aber immer ein bisschen. Finde ich immer ein bisschen umständlich.
Und ansonsten so, ja, was komisch anzumerken ist, warum hatten wir da im Gennenschloss Wind? Was machen die da? Dies ist seltsam. Statt jetzt, Waldareal oder Rätsel aus dem Wald. Oder aus dem Waldtempel. Das war schon sehr seltsam. The Legend of Zelda, Ocarina of Time. Ende. Ja, und damit bedanke ich mich fürs Zusehen. Liebe Grüße an die Pixels. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Projekt wieder oder bei den alten Projekten, je nachdem. Ich hoffe, ihr schaut da mal mit rein. Was als nächstes kommt, keine Ahnung. Das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Ich weiß ja noch nicht mal, wann hier die letzten Folgen rauskommen. Jedenfalls, wie gesagt, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Projekt mit dabei. Würde mich sehr darüber freuen. Also bis zum nächsten Mal. Und bis dahin sage ich